Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und dann noch ein riesengroßes Dankeschön an Heo und Iron Studios, die mir die Statue zur Verfügung gestellt haben. Die Statuen im 1:10 Format bekommt ihr unter anderem bei unserem Shop-Partner Mighty Underground. Und sollte eine Figur nicht gelistet sein, einfach mal anfragen. Doch nun zur Statue selbst, und zwar Man-at-Arms, der Waffenmeister. Die Box kommt in einem braunen Mailer. Und hier nun die schön gestaltete Box selbst. Im Zentrum eine Abbildung der Statue. Links oben das Masters of the Universe Logo. Und rechts der Hinweis BDS Art Scale 1:10, 10 Years of Iron Studios. Und dann das Bild der Statue in einem hochwertigen Druck. Vermittelt einen schönen Eindruck vom Inhalt. Dann der Name Man-at-Arms und das Iron Studios Logo. Hier die Seite der Box, erneut mit dem Logo. Dann die Rückseite mit einer Abbildung der Statue in voller Pracht. Und dann die andere Seite mit dem Namen Man-at-Arms. Auf der Unterseite wie immer Produktinformationen. Hier die brasilianische Flagge, da Iron Studios aus Brasilien kommt. Oben das Masters of the Universe Logo und der Name Man-at-Arms. Die Box lässt sich an der Lasche problemlos öffnen. Und innen ist dann die Styroporbox zu finden. Diese lässt sich wunderbar an den Einkerbungen herausziehen. Die beiden Hälften der Styroporbox sind mit einem Klebeband versiegelt. Hier ein kleiner Cut, das Klebeband habe ich mittlerweile gelöst. Und hier kommt nun der gut verpackte Inhalt zum Vorschein. Und hier ausgepackt, die Statue besteht aus drei Teilen. Einmal die Keule mit der Hand. An einer Seite etwas zerstört. Ein schönes Detail, wie ich finde. Und dann der Rest von Man-at-Arms. In einer dynamischen Pose. Sieht wirklich super aus, genauso wie der Head Sculpt. Ich bevorzuge ja die Version von Man-at-Arms ohne Schnauzer. Ist aber wie immer Geschmackssache. Tolle Details und punktgenau bemalt. Hier die Armrüstung und der Helm mit den roten Punkten, also die Red Dots Version, wie die erste Version von Man-at-Arms damals bei den 8-Bags. Hier die Rüstung. Man sieht auch schön an den Falten, dass Man-at-Arms ein enges grünes Oberteil trägt. Gleiches gilt für die Beine. Hier die Rüstung von hinten. Dann die Fellhose, auch sehr schön modelliert. Und an der grünen Leggings die Falten und die Nähte. Dann die Beinrüstung und die Fellstiefel. Dann von hinten. Und hier unten der Pin für die Base.
An den Abnutzungsspuren bei der Rüstung sieht man, dass Man-at-Arms schon etliche Schlachten geschlagen hat. Die Hand mit der Keule lässt sich problemlos anbringen. Sieht toll aus, wie ich finde. Und hier noch die schön gestaltete Base. Mit unglaublich schönen Details. Hier das Wurzelholz. Und etliche Felsen. Und hier die Einkerbungen für die Figur. Lässt sich problemlos anbringen. Und hier nun die Statue in voller Pracht. Eine, wie ich finde, geniale Umsetzung des Waffenmeisters. Hier von hinten. Noch einmal die Details der Base. Was ich natürlich cool gefunden hätte, wenn noch ein Wechselkopf ohne Bart dabei gewesen wäre. Und selbstverständlich darf auch an dieser Stelle der Vergleich mit weiteren Versionen nicht fehlen. Hier die Origins-Version von Man-at-Arms. Man sieht hier gut den Größenunterschied. Dann die New Eternia Version von Man-at-Arms. Diesmal mit dem Wechselkopf ohne Schnauzer. Ebenfalls eine tolle Umsetzung. Und dann folgt zuletzt der Vergleich mit einer deutlich größeren Version des Waffenmeisters. Und zwar der von Mondo im 1:6 Format. Auch hier mit Schnauzer und vielen schönen Details. Insgesamt zwei tolle Umsetzungen von Man-at-Arms. Und hier noch einmal die Statue von Iron Studios im 1:10 Format in voller Pracht auf dem Drehteller. Wirklich eine tolle Statue, die mich im Live-Eindruck absolut überzeugt hat. Die dynamische Pose ist super, genauso wie die punktgenaue Bemalung. Und die schön gestaltete Base wertet das Ganze noch einmal auf. Ich persönlich finde auch die Größe gut im 1:10 Format, da dies nicht ganz so viel Platz einnimmt. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.